Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht's weiter mit sozusagen dem Mainfluss des Software Engineerings. Und zwar haben wir uns ja die letzten paar Videos UML genauer angeguckt und können jetzt eigentlich perfekt UML. Aber wir wissen immer noch nicht, wie genau wir das Ganze designen wollen. Und wir fangen natürlich mit der Architektur an. Ihr habt euch oder ihr erinnert euch vielleicht noch am besten daran, was ich euch gesagt habe. Zuerst macht man die Requirements, haben wir alles gemacht. Dann verfeinert man die Requirements mit Use Cases, haben wir auch schon gemacht. Also hoffentlich zumindest. Und dann definieren wir uns die Architektur. Und dann erst geht es in die Klassendiagramme wirklich im Detail rein. Und Architekturen sind jetzt so eine Sache, da weiß man jetzt nicht unbedingt, was gerade so passiert und was man eigentlich machen soll. Und deswegen habe ich euch mal die drei großen Begriffe für dieses Kapitel mitgebracht und natürlich gleich noch ein bisschen mehr. Und zwar erstmal Style. Das ist ein Architekturstyle, ist damit gemeint, also wirklich ein Stil einer Architektur. Und da gibt es sehr, sehr viele, die ich euch jetzt dann alle vorstellen will in den nächsten paar Videos. Ich kann nicht alle auf einmal machen, denn ich möchte auch genug dazu sagen. Und ja, euch natürlich auch was zeigen dazu. Dann gibt es Pattern, beziehungsweise auf Deutsch Muster, aber Pattern ist eigentlich das Standardwort, was man dafür benutzt. Und was ihr auch immer wieder googeln könnt, ganz gut. Pattern sind Lösungen für gewisse Probleme. Das heißt, wenn ihr das Problem nicht habt, braucht ihr auch das Pattern nicht. Aber Pattern sind dazu da, um wirklich, wenn ihr auf ein Problem stoßt, vielleicht auch in einer, in einer Standardlösung sozusagen nachzugucken, wie kann man dieses Problem lösen. Und was ihr für Probleme bekommen könnt, das werdet ihr entweder selber merken oder einfach auf mich warten, bis ich euch die Patterns gezeigt habe. So. Und zu guter Letzt gibt es auch noch Referenzarchitekturen und das Wort kann vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen und ich finde, das ist ein super Einstieg in die Architektur, damit man sich auch grob was vorstellen kann unter diesem mega abstrakten Begriff Architektur. Ich habe euch da mal eine mitgebracht und zwar die Referenzarchitektur aus dem ISO-OSI-Modell. Das ist aus der Netzwerktechnik, das kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch bekannt vor. Und zwar haben wir da einmal, das ist im Endeffekt wie das Internet aufgebaut ist, in Anführungsstrichen jetzt bitte. Genauere Details werden wir dann in der Netzwerktechnik-Serie machen. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt und so kann tatsächlich eine Architektur aussehen. Es ist auch eine Architektur oder eine Referenzarchitektur, weil sie von anderen oder von vieler anderer Software übernommen wurde, einfach so. Und zwar haben wir hier oben drüber die Anwendung und dann gehen wir eben runter. Also Schicht 7 ist die Anwendung hier und das ist im Endeffekt das Endsystem. Dann geht es weiter runter, das heißt Daten von der Anwendung werden übergeben an die Datendarstellungsschicht, hört sich furchtbar an auf Deutsch übrigens. Dann geht es noch eins weiter runter in die Kommunikationssteuerungsschicht, dann Transportschicht, Vermittlungsschicht, hier ist übrigens IP zu Hause. Dann die Sicherungsschicht, die Bitübertragungsschicht und erst nach der Bitübertragungsschicht geht es hier weiter über das Medium und dann wird es wieder von dem nächsten Endsystem, also dem Zielsystem, komplett entpackt und zur Anwendung hochgegeben. Das ist jetzt natürlich leicht vereinfacht. Man muss auch nicht immer jede Schicht haben, aber im Endeffekt ist das so ungefähr der Weg, den ein Paket bei euch geht. Das heißt, wenn ihr irgendwas macht, dann kommuniziert ihr als Mensch mit der Anwendung. Das heißt, das ist die Schnittstelle zum Benutzer hier, was wir haben. Dann reicht die Anwendung die Daten weiter, hier rüber und so weiter und so fort, bis wir eben hier unten angekommen sind. Also Schicht 7 reicht an Schicht 6, Schicht 6 reicht an Schicht 5 und so weiter und so fort, bis Schicht 2 eben an Schicht 1 überreicht und die wiederum schreibt das Ganze auf das Übertragungsmedium. Und dann geht es wieder auf der anderen Seite hoch. Das Übertragungsmedium gibt die Daten an Schicht 1. Schicht 1 liefert die Daten an Schicht 2 und dann eben wieder komplett nach oben durch. Und das ist eine Architektur, die muss nicht unbedingt nur fürs Internet gut sein. Die kann man auch für andere Dinge wiederverwenden. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Transportgeschichten machen möchte, kann man sich an dieser Architektur ganz gut orientieren. Deswegen eine Referenzarchitektur, wenn man sich dran orientieren kann. Ihr könnt gerne mal googeln. Es gibt noch einige andere Referenzarchitekturen, die ich allerdings nicht so praktisch finde. Ich habe das jetzt eher als Einstieg gewählt in das Thema Architektur, weil das wirklich ein sehr, sehr abstraktes Thema ist. Und will das mit euch etwas detaillierter noch durchsprechen. Wir werden uns natürlich auch die einzelnen Stile angucken, die im Endeffekt eigentlich auch Referenzen sind, wenn man sich dran orientiert. Und das war es dann als Einleitungsvideo sozusagen von mir wieder mal. Das, keine Ahnung, wie viel das Einleitungsvideo dieser Serie. Aber hey, ich meine, man muss auch irgendwie verstehen, was man da macht, oder? Und in dem Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.